Hallo und herzlich willkommen zu meinem zweiten Wochenabschluss im Januar. Ich würde sagen, es handelt sich kostentechnisch um eine durchschnittliche Woche. Wir starten direkt mal mit den Lebensmitteln. Und zwar habe ich tatsächlich meine Mensa-Card wieder aufgeladen. Mehr als nur mit 10 Euro, es waren tatsächlich 20 Euro. Ich habe da dann doch ein bisschen mehr gegessen als geplant. Dann noch HelloFresh. Ich kürze das Ganze mal ab. Und ich bin noch im Netto gewesen. Da habe ich insgesamt bezahlt, also einmal 11,34 plus 5,99 plus 20, insgesamt 37 Euro und 33 Cent. Ich hatte ja noch insgesamt 230 und, was habe ich jetzt gemacht? 230 und 34 Cent an Lebensmittelguthaben minus das, was ich ja jetzt diese Woche ausgegeben habe, bleiben insgesamt noch 193 Euro und 1 Cent übrig. Wobei ich dazu sagen muss, also das ist ich habe das schon rausgenommen aus meinem kleinen Portemonnaie. Das ist mein Lebensmittelumschlag. Ich habe ja nicht das komplette Geld hier drin. Ich hatte ja insgesamt noch 50 Euro drin. Und ich muss 6 Euro in meinen Back-to-Bank-Umschlag packen. Das werde ich dann auf jeden Fall weniger abheben. Moment, da ist er. Da kommen jetzt die 6 Euro rein, was tatsächlich von meinem Bankkonto abgegangen ist. Achso, und ich kann ja schon von der nächsten Woche die 60 Euro hier rausnehmen. Also 10, 20, 30, 40, 50 und 60. So, das werde ich ein bisschen anders sortieren und organisieren. Moment. So, das ist auf jeden Fall schon mal für die auch nicht schlecht, für die nachfolgende Woche. Und das Kleingeld und die 10 Euro packen wir mal zur Seite. Ich denke, das verschwindet jetzt aus dem Bild, aus dem, ja doch, Bild. Aber ja, da kümmern wir uns später drum. Dann habe ich tatsächlich diese Woche noch getankt. Und zwar für insgesamt, oh, ich glaube, ich habe hier einen Strich vergessen. Für insgesamt 40 Euro. Also habe ich noch 255 Euro an Tankbudget zur Verfügung. Jetzt ist ja schon die Hälfte des Monats rum. Ich denke, so viel werde ich da tatsächlich auch gar nicht mehr verbrauchen, aber ich lasse das auf jeden Fall im Umschlag drin. Dann habe ich diese Woche wieder Dividenden bekommen. Das waren insgesamt 16 Euro und 78 Cent. Ich habe ja letzte Woche schon 11,75 Euro bekommen, plus die 16 Euro und 78 von dieser Woche habe ich schon Einnahmen von 28 Euro und 53 Cent, was das angeht. Und ich habe tatsächlich noch Sachen verkauft. Insgesamt, ich glaube, drei Artikel, aber zwei davon waren über eBay. Da habe ich natürlich nicht die volle Summe bekommen, sondern da ist ja dann entsprechend noch oder sind ja dann entsprechend noch Gebühren abgegangen. Das heißt, das waren aber auch trotzdem noch 15 Euro und 38 Cent, also plus 15 Euro und 38 Cent. Das sind insgesamt 44 Euro und 36 Cent. Jetzt werde ich das ganz kurz noch, beziehungsweise ich werde hier das noch zusammenrechnen. Das waren ja die 40, 73, 33. Ach so, das war's tatsächlich. Ja, stimmt. Das war es ja schon an Ausgaben. Also die zweite Woche recht günstig mit 77 Euro und 33 Cent. Ich glaube, so eine günstige Woche habe ich auch schon ewig nicht mehr gehabt. Und Einnahmen insgesamt 32 Euro und 61 Cent. Und dann widmen wir uns dem restlichen Geld, was übrig geblieben ist. Und zwar würde ich da ganz gerne meine Challenges mit bestücken. Einerseits habe ich ja insgesamt 15 Euro an Zusatzeinnahmen, was den Verkauf angeht. Und da werde ich 15 Euro aus meinem Back-to-Bank-Umschlag wieder rausnehmen. Das heißt, das Geld ist ja schon auf meinem Konto. Und
Ich habe es praktisch jetzt von der Bank geholt, kann man sagen. Also dieser Back-to-Back-Umschlag ist durchaus praktisch. Man erspart sich damit den einen oder anderen Weg. Dann habe ich insgesamt noch das Kleingeld. Ich werde die restlichen ja, 12,66 Euro rausnehmen aus dem Lebensmittelumschlag und sparen tatsächlich in meinen Challenges plus die 15 Euro an Zusatzeinnahmen. Und ich habe mir überlegt, ich bediene natürlich mit dem Kleingeld auf jeden Fall meine neue Kleingeld-Challenge. Ich habe nämlich auch noch zusätzlich Geld in meinem großen Portemonnaie gefunden. Und zwar 1,50 € und 2,50 €. Dann werde ich das auf jeden Fall reinpacken und das kommt so in den Umschlag. Also, Moment. Ich weiß nicht, ich rück das mal ein Stück zur Seite, so dass ihr das auf jeden Fall besser seht. So, das heißt, ich nehme die 2 Euro, kommen zur Seite, 50 Cent. Dann wollte ich das ganz gerne als 1 Euro. Also ich schau tatsächlich, dass ich manchmal auch, wie jetzt zum Beispiel, 2,50 Cent Stück und dann male ich das Feld mit dem 1 Euro aus. Ich mache das nicht exakt nach Münzen, sondern entsprechend nach Betrag. Dann haben wir ja nochmal 50 Cent hier in etwas kleiner plus noch 1 Euro. Dann ist die Kleingeld-Challenge auf jeden Fall bedient und ich habe im Teddy ein Glas gefunden, ein Sparglas, das nächste Abenteuer. Das fand ich eigentlich ganz treffend. Ich habe ja, das Preisschild auch noch nicht abgemacht. Also es waren 3 Euro für diejenigen unter euch, die das gerne wissen möchten. Ich bin am Überlegen, oder ich habe kurz überlegt, ob ich dieses Papier drin lasse, weil ich das eigentlich ganz schön finde. Aber ich denke, ich nehme es tatsächlich raus, damit ich dann nur das Geld sehe. Und damit ich jetzt nicht ganz so einen Krach mache, packe ich das Geld gerade ohne Deckel da rein. So, denn da gibt es ja natürlich auch noch für das Kleingeld einen Schlitz. So, und dann kommt das nämlich ins Regal. Ich habe das restliche Kleingeld ja in meiner Simon's Catch-Spardose. Die ist aber schon voll. Und deswegen stocke ich jetzt mit dem Glas auf und werde das Ganze hier drin ansparen. Und dann habe ich insgesamt noch 25 Euro zur Verfügung. Die 10-Euro-Scheine würde ich ja jetzt normalerweise in meine 10-Euro-Schein-Challenge packen. Es ist etwas ungewohnt, dass die jetzt beendet ist. Da habe ich ja wirklich so lange dran gehangen. So, jetzt dürfte es wieder richtig zu sein. Da muss ich mich ja jetzt erstmal dran gewöhnen, dass die gar nicht mehr da ist. Also, ich wollte ganz gerne 5 Euro in meine 250 € Unicorn Challenge packen, sodass ich dann hier noch ein Feld ausmalen kann. Und wo ist mein? Da ist es. Heute ist der 13.01. plus 5, also neuer Stand 85 Euro. Also 2, 4, 6, 7, 80 und 85. Dann auch den Umschlag habe ich immer noch nicht rausgetan. Das machen wir jetzt mal schnell. Dann meine Sparplan-Challenge. Da habe ich ja schon 20 Euro reingepackt. Da kommen jetzt nochmal 10 Euro rein. Und ich schaue gerade mal. Nehmen wir die. So. 10 Euro kommen hier rein. Somit neuer Stand 30 Euro. Die letzten 10 Euro packe ich in meine New Phone Challenge.
So, das wollte ich umdrehen. Dann kann ich hier auch ein Feld noch ausmalen und hier ebenfalls neuer Stand 30 Euro. Das hat ja jetzt nicht die höchste Priorität, aber ich weiß nicht, sollte es mir mal runterfallen, das Display geht kaputt oder so, dann würde ich das Geld dann aus dieser Challenge dafür nehmen. Genau, das heißt, ich habe dadurch, dass ich ja jetzt auch unter anderem das Lebensmittelbudget in bar hantiere oder damit in bar hantiere und noch Zusatzeinnahmen diese Woche hatte, konnte ich ein bisschen meine Challenges bespielen. Das war es zahlentechnisch aber tatsächlich schon, also ausgabentechnisch sehr zufriedenstellend für mich. Mal schauen, wie die restlichen Wochen vom Januar werden. Ich weiß auf jeden Fall, dass es sehr stressig wird und ich glaube, ich habe auch gar nicht so die Zeit, viel Geld auszugeben. Ich weiß, ich brauche noch die ein oder anderen Sachen aus Drogerie und der Apotheke. Das heißt, da werden auf jeden Fall nochmal Ausgaben anfallen, aber ich habe auch nächste Woche Geburtstag. Meine Schwester hat sich die Amazon Wishlist gewünscht, dass ich ihr die nochmal schicke. Ich habe ihr aber stattdessen zwei andere Produkte geschickt, die ebenfalls in die Kategorie Drogerie fallen. Also einmal der etwas teurere Basecoat für die Nägel, da geht nämlich meiner jetzt zur Neige, und Concealer, ich glaube, da sind wir insgesamt bei den zwei Produkten bei 20 Euro. Das habe ich ihr geschickt und das ist dann entsprechend eine Ausgabe, die dann hier nicht auftaucht, weil ich habe wirklich den kompletten Tag überlegt, was ich mir wünsche, und ich wollte mir tatsächlich was wünschen, was mich budgettechnisch entlastet. Und ja, da ist mir tatsächlich die Drogerie eingefallen. So, jetzt. Genau. Und meine Mutter wollte auch noch Inspiration haben und von ihr habe ich mir Bettwäsche gewünscht. Ich habe nämlich keine wirkliche Winterbettwäsche, die mir gefällt. Und es gibt, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diese Winterengel-Bettwäsche von QVC. Ja, ich weiß. Es ist, ist wahrscheinlich mit diversen Vorurteilen behaftet, aber die Bettwäsche ist echt super. Deswegen habe ich mir davon ein Set gewünscht. Das war runtergesetzt, aber ich brauche es ja trotzdem. Dadurch, dass ich zwei Sets habe an Kissen etc., brauche ich ja auch dieses Set zweimal. Und das sind auch immerhin 50 Euro. Wäre jetzt oder ist ja jetzt nicht überlebensnotwendig, aber das sind tatsächlich die Sachen, die ich mir zum Geburtstag gewünscht habe und die dann entsprechend nicht in meinen Ausgaben auftauchen, beziehungsweise mich ja dann am Ende budgettechnisch entlasten, als wenn ich sie dann selber kaufe. Ja, ich glaube, jetzt seid ihr auf jeden Fall auf dem neuesten Stand. Ansonsten gibt es bisher nichts. Ich muss mal schauen, ob ich in den nächsten 4 Wochen den Rhythmus mit den 3 Videos pro Woche beibehalten kann, da ich jetzt in die heiße Phase der Klausuren komme etc. Wie gesagt, es wird tatsächlich ein bisschen stressig und ich schaue einfach mal. Es kann durchaus sein, dass ich das ein oder andere Video vielleicht mal ausfallen lasse. Kann ich jetzt aber noch nicht mit Sicherheit sagen. Also weder das eine noch das andere. Ich wünsche euch auf jeden Fall schon mal ein schönes Wochenende. Solltet ihr neu auf meinem Kanal sein, herzlich willkommen. Solltet ihr euch grundsätzlich für die Themen Geld verdienen, Geld sparen und natürlich auch Geld investieren interessieren, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Ist ja schließlich auch gratis. Und ganz egal, ob mit oder ohne Abo, freue ich mich natürlich trotzdem, wenn ihr bei meinem nächsten Video ebenfalls wieder mit dabei seid. Bis dahin, macht's gut!